Mein Name ist Jörg Geier, ich bin Leiter der Kreisentwicklung hier in Rhön-Grabfeld und Teil des Modellstadtmanagements für die erste bayerische Modellstadt für Elektromobilität. Das Thema ist mit Bad Neustadt stark verankert. Wir haben verschiedene Keyplayer. Einer der wichtigsten ist Bree, wird heute repräsentiert von Dr. Joachim Wagner, den ich herzlich begrüße. Hallo. Und alle Anwesenden, Interessierten und natürlich online zugeschalteten Gäste. Ich erfinde jetzt erstmal die nächste Frage. Warum haben wir Verspätung? Weil wir sozusagen beim Mittagessen getrödelt haben. Die ganze Veranstaltung ist unter einem Klimamotto. Ne? Das ist die Klimatagung. Daher waren wir letztlich auch bemüht, ein veganes Essen anzubieten, eine klimaneutrale Veranstaltung mit Baumpflanzungen zu legitimieren, bilanziell. In den letzten Wochen vor dem Bundestagswahlkampf war häufig das Thema Klima immer mit gewissen Pflichten und Verboten verbunden. Aber das Thema bietet auch eine ganze Reihe von Chancen. Die Firma Bree hat vor einer Dekade einen Schritt gewagt, ne, ein Produktportfolio im Bereich Elektromobilität entschieden erweitert und ist auf Basis dieser neuen regenerativen Energie tatsächlich stark gewachsen und hat Chancen genutzt, die letztlich diese neue Entwicklung bietet. Und deswegen freue ich mich auf Ihren Vortrag. Bitte. Ja, danke schön. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag hier. Das Thema Elektromobilität oder speziell für PKWs, das ist ein sehr großes Thema. Da könnte man Stunden referieren. Wenn man sich abends an den Stammtisch setzt, kann man stundenlang drüber reden. Ich sehe viele bekannte Gesichter. Und bevor ich so einen Vortrag anfange, wollte ich nur mal ganz kurz fragen, wer fährt denn heute schon mit einem Elektroauto? Kann man kurz die Hand heben? Genau. Ja, es werden immer mehr. Dankeschön. Okay. Ich möchte hier anfangen, nur mal ganz kurz die Firma Bree vorstellen. Ich werde es in einem ganz schnellen Durchgang machen, damit für die Leute, die Firma Bree hier vielleicht nicht kennen, die Firma Bree ist quasi, gehört zur Choisen-Gruppe. Die Choisen-Gruppe ist einer der 30 größten Automobilzulieferer mit einem Gesamtvolumen von ungefähr 9 Milliarden Euro. Die Firma Bree ist eingegliedert in die Automotive Electronics. Da sind wir zu Hause, wir sind ein Teil. Und die Firma Bree hat ungefähr in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum hingelegt mit über 1 Milliarde Umsatz und mit über 7.000 Mitarbeitern weltweit. Wir sind groß im HMI-Business, das hat der Herr Dr. Geier gesagt. Und im Immobility-Business sind wir eingestiegen vor circa 10 Jahren, haben heute circa 17% Gesamtumsatz damit. Stark wachsend, sehr stark wachsend. Wir sind weltweit aufgestellt. Das heißt, von den USA, Mexiko, USA, über die europäischen Produktionen in Portugal, Deutschland, Bad Neustadt hier, Rumänien und in China. Und haben ungefähr folgendes Produktportfolio, damit mal ein Gefühl dafür entsteht, über was ich hier rede und warum ich hier stehe. Wir haben vor 10 Jahren angefangen mit den Batteriemanagementsystemen bei uns. Das war relativ neu. BMW i3, BMW i8. So sind wir da hier eingestiegen und groß geworden und haben das ganze Produktportfolio hier begleitet. Es ist nicht nur ein Hochvolt-Batteriemanagementsystem für verschiedene Fahrzeuge, sondern wir sind dann auch eingestiegen in das 48-Volt-System. 48 Volt für Hybridfahrzeuge zum Teil rekuperieren oder die eine 48-Volt-Batterie haben und zum Boosten. Das Ganze findet hier in allen, sag ich mal, Daimler-Fahrzeugen statt. Und wir sind auch hier im ID3 und i4 mit dabei und folgenden, die dann noch kommen. Aber, und das ist extrem wichtig, und darüber werde ich heute auch ein bisschen mehr reden, das sind die Themen, sagen wir mal, leistungselektronische Komponenten. Da haben wir angefangen 2016. Mit einem Zukauf von der Firma Kongsberg über Onboard-Charger. Onboard-Charger 11 kW zum Laden von Elektroautos und zum Laden 3 kW Onboard-Charger für Hybridfahrzeuge. Hier auch jetzt üblicherweise in dem Volvo XC40 mal, um den mal darzustellen. Ja. Das bekannteste Produkt ist der Porsche Taycan. Dort sind wir mit 2 Produkten dabei. Das ist einmal der Hochvolt-Booster und der DC-DC-Wandler. Das sind Dreifach-DC-DC-Wandler. Der Porsche Booster hat eine 800-Volt-Batterie, die meisten Ladesäulen, DC-Ladesäulen sind 400 Volt noch in der Historie. Und damit man so eine gewisse Rückwärtskompatibilität hat, boosten wir die 400 Volt in 800 Volt, um das Fahrzeug an diesen älteren Modellen laden zu können. Und das Ganze geht bei uns weiter, auch in Richtung, sagen wir mal, weitere
sagen wir mal, Second Generation-Anwendungen für diesen Booster und den Wandler und auch in Onboard-Charger. 11 kW, 22 kW und das Ganze auch bidirektional. Okay, das mal so ein grober Ausblick. Wir sind hier relativ weltweit aufgestellt. In Bad Neustadt die meisten Entwicklungsressourcen. In Rumänien haben wir hier Unterstützung. Und es wird in Zukunft auch in den USA und in China dort weiterhin aufgebaut. Aber auch weltweit und in Deutschland auch. Hier die Botschaft, wenn jemand jemanden kennt, der, sag ich mal, als Elektroingenieur bei der Firma Brie anfangen möchte, der kann sich gerne bewerben. Prima, dann komme ich kurz zur Gliederung meines Vortrags. Ich habe das hier mal so ein bisschen, sehen Sie? Ja, ne? Ich habe das hier mal so ein bisschen gegliedert. Ich wollte hier anfangen, mal kurz zu erklären, was über die Dekarbonisierung und, sag ich mal, die Auswirkungen auf die Automobilbranche. Dann mal ganz kurz eingehen auf den Mobilitätsvergleich. Was sind die verschiedenen Fahrzeuge, die da kommen? Und die absoluten Megatrends, die wir hier gerade sehen, das ist eben Reichweitenoptimierung, das Schnellladen, Optimierung der Effizienzen und auf Wunsch der Moderatoren und der Veranstalter nochmal ganz kurz ein Schwenk ins Recycling. Das habe ich dazugefügt, das aber hier nur ganz grob, sagen wir mal, nochmal überworfen wird. Warum machen wir das Ganze? Wir sind hier auf einer Klimakonferenz. Das sind hier mal ein paar Daten und Quellen, die ich hier gefunden habe. Das heißt, die CO2-Emissionen durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen hat seit der industriellen Revolution stark zugenommen. Man sieht das mal hier so schön. Und das Blaue hier, das ist quasi die CO2-Emittierung durch das Verbrennen von Öl. So, Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge fahren mit Öl oder sowas sind Verbrennungsfahrzeuge. Und man möchte ja zur CO2-Reduzierung, zur Dekarbonisierung bis 2050 dann 1,5 Grad-Ziel erreichen. Und dazu muss jeder Sektor beitragen. So, und der Sektor ist quasi auch der Transportsektor, der Öl verbrennt. Und der muss bis 2050 eben auch seinen Anteil in der Reduktion dieser CO2-Emittierungen haben. Und das Ganze passiert durch auch politische Vorgaben. Und das habe ich hier mal dargestellt. Das heißt, hier mal aufgetragen ist über die Jahre 2000 bis 2045 der CO2-Ausstoß pro gefahrenen Kilometer in Gramm. Und das mal kurz für die, sagen wir mal zum Vergleich, 120 Gramm CO2 bedeuten ungefähr 5 Liter Benzin. Ja? Auf 100 Kilometer. Das heißt, man hat in der Vergangenheit durch Optimierungen der Verbrennungsmotoren und der Autos, durch die Effizienzsteigerung in den Autos, durch Rollerbriefsverbesserungen schon eine Reduktion des Benzinverbrauchs oder auch der CO2-Emissionen geschafft. Die Politik hat dann aber weitere Vorgaben gemacht und das sind die Blockpfeiler, die Meilensteine, die gesetzt wurden. Das heißt, im Jahr 2015 hatte man beschlossen, dass für eine Flottengesamtzulassung im Pkw-Bereich 130 Gramm vorgegeben sind. Das ist etwas komplizierter zu erklären. Flottenemissionen bedingen schwere Fahrzeuge, die dürfen ein bisschen mehr, leichtere Fahrzeuge, die müssen ein bisschen weniger. Aber das ist auch der Mix. Das heißt, wenn ich ein Elektrofahrzeug, 50% Elektrofahrzeug, 50% Verbrenner habe, dann mischt das sich. Dann, ne, also je nachdem, wie viel die Autohersteller verkaufen und neu zu lassen, mischt sich das und man muss ein Limit hier erreichen von im Jahr 2015 von 130 Gramm. Ansonsten muss der Fahrzeughersteller Strafzahlungen tätigen. Geht schon in die Milliarden, die dann die Fahrzeughersteller auch da zahlen müssen. So, dann hat die EU Vorgaben gemacht. Und ich hatte diese Folie immer mal wieder auch mit Fragezeichen, aber inzwischen ist das eigentlich relativ beschlossen. Das heißt, man hat versucht, im Jahr 2020 auf die 95 Gramm hier runterzugehen. Man hat das beschlossen. Für 2025 möchte man eine weitere Reduktion um 15%, das wären 81 Gramm. Im Jahr 2030 um 55%, weitere 55% bezogen auf diese 95 Gramm, das wären 43 Gramm. Und für das Jahr 2035 eigentlich gar keine mehr. Das ist die Zielvorgabe der EU. Wie erreicht man das? Es ist etwas schwierig. Man braucht, um in diesen Bereich hier zu kommen, schon Verbrennungsmotoren mit einem 60-prozentigen Wirkungsgrad. Das schafft man nur mit elektrischer Unterstützung. Das sind Hybride, Plug-in-Hybride oder reine Elektrofahrzeuge.
Und was bedeutet das eigentlich für die Neuzulassungen, diese Grenzwerte, dass man hier 2015 verstärkt bei der Neuzulassung Hybride braucht, ab 2020 Plug-in-Hybride oder Verbrenner und Elektro mischt in der Neuzulassungs-, in der Gesamtbilanz, ab 2025 verstärkter Einsatz von Elektrofahrzeugen, 2030 eben viel mehr BEV, eigentlich fast gar keine Plug-in-Hybride mehr und ab 2035 keine Verbrenner mehr. Das, so, und das ist natürlich auch bedarfsorientiert. Wie möchte der Kunde was kaufen? Wie möchte er fahren? Aber das muss ein Fahrzeughersteller steuern, indem er auch die Fahrzeuge auf den Markt bringt. Was bringt er denn auf den Markt und wie will er es optimieren? Mal kurz eine Kategorisierung. Ich habe hier mal die Verbrenner genannt. Ja, das sind die konventionellen. Die konventionellen, die verbrauchen eben Benzin. Ja, die werden getankt und die haben Emissionen. Die Hybride haben eine Zusatzbatterie. Die Zusatzbatterie bewirkt, dass beim Beschleunigen der Elektromotor boostet, damit ich weniger weniger Sprit verbrenne für den Vortrieb. Und dadurch habe ich eine ca. 15-prozentige Reduktion meiner Spritmenge oder meiner CO2-Ausstoßes. Die Hybride haben eine kleine Batterie. Die kleine Batterie wird wieder aufgeladen durch Bremsvorgänge, Rekuperation. Und an der Stelle, sage ich mal, wiederholt sich das Spiel mit Bremsen, Beschleunigen, Bremsen, Beschleunigen. Als nächstes Steigerung habe ich die Plug-in-Hybride. Die Plug-in-Hybride können von außen die Batterie vollladen. Deswegen heißen sie Plug-in, also über einen Stecker. Und durch diesen zusätzlichen Mechanismus, dass ich von außen gezielt das Fahrzeug nochmal aufladen kann, habe ich ungefähr 30% Einsparungen. Bei den vollelektrischen Fahrzeugen habe ich eine etwas größere Batterie. Dort kann ich bis zu 100% CO2 sparen, wenn ich denn den Strom, den ich da reinpumpe, auch CO2-frei erzeugt habe. Und ich habe die Fuel-Cell-Fahrzeuge. Die Fuel-Cell-Fahrzeuge sind hier auch, die laufen über Wasserstoff. Wasserstoff mit einer kleinen Batterie. Habe ich später nochmal ein Bild dazu, komme ich nochmal drauf. Und auch da kann ich bis zu 100% CO2-Einsparung haben, wenn ich denn den Wasserstoff auch über überschüssigen regenerativen Strom erzeuge. So, hier nochmal ganz kurz ein paar Eckdaten. Im Allgemeinen gehe ich nicht so ganz drauf ein, aber wenn ich mal hier sage, so ein Verbrennungsfahrzeug kostet 100%, dann habe ich durch diese Zusatzmaßnahmen wie kleine Batterie, größere Batterie, Zusatzkosten. Ja, das reine Elektrofahrzeug, mal so abgeschätzt, liegt noch 20% über. Irgendwann kommt der Break-Even, je nachdem, wie viel Batterie ich da reinpacke. Die Batterien werden immer günstiger. Wir liegen heute, glaube ich, schon bei 200 oder 150 Euro pro Kilowattstunde. Das hat vor 30 Jahren war das noch 10.000 Euro. Also da geht der Preis relativ runter. So, die Brennstoffzellenfahrzeuge sind noch relativ teuer. Allein diese Brennstoffzelle besteht aus Platinmaterialien, die kostet ungefähr 15.000 Euro. Okay, das sind jetzt mal so die Überblicke an der Stelle. Was passiert jetzt hier? Oder was ist denn so gerade im Gange? Ich habe hier mal eine Folie aufgelegt. Das sind die Neuzulassungen in Deutschland von 2018 aufgelistet bis September 2021, relativ neu. Man sieht ab den 20er, also da, wo auch die 95 Gramm waren und wo auch eine Verfügbarkeit von, wo ich mal Fahrzeuge auch kaufen konnte mit ID3, mit der C-Klasse, mit dem e-tron, auch mit dem Tesla. Tesla habe ich bloß ein bisschen heute außen weggelassen, versucht da mal, ist eine andere Hausnummer. Was ich hier sehe, ist, ich sehe, dass die Neuzulassungen steigen. Die Neuzulassungen steigen und die Frage, in welchem Verhältnis. Es war die Plug-in-Hybride und die batterieelektrischen Fahrzeuge waren pari lange Zeit. Das Thema ist, dass die reinen Elektrofahrzeuge, also die Battery Electrical Vehicles, die BEVs, langsam die Plug-in-Fahrzeuge überholen in den Neuzulassungen und werden auch immer mehr dominieren. Diesen Trend sehen wir. Interessanterweise haben wir heute auch schon 17% Neuzulassungen der reinen Elektrofahrzeuge, das ist enorm, ja, und das steigt immer mehr. Also ich bin da relativ überzeugt, dass das auch weiterhin der Fall sein wird. Wenn denn ab 2035 die, sage ich mal, Verbrenner an der Stelle nicht mehr neu zugelassen werden dürfen, bestehende Fahrzeuge werden weiterhin fahren.
Aber die Neuzulassungen, die werden beschränkt auf, sage ich mal, null CO2-emittierende Fortbewegungsmittel. Und dann gibt es hier nach meiner Tabelle jetzt hier die BEVs, die All-Electric Vehicles und die Fuel Cell Vehicles. Und da wollte ich auch noch mal ganz kurz einen Schwenk drauf machen. Was bedeutet das eigentlich oder wo sehe ich das hier? Wenn ich das nochmal vergleiche, habe ich hier ein reines Elektrofahrzeug an der Stelle. Dieses Elektrofahrzeug hat eine große Batterie im Unterboden. Und ich kann an der Stelle das über regenerative Energien, hier im Beispiel mit einer PV-Anlage, aufladen. Das Wasserstofffahrzeug ist mitnichten irgendwie, dass ich da Wasserstoff in den Motor reinkippe und der verbrennt das. Nein, das Wasserstofffahrzeug ist ein Elektroauto. Und dieses Elektroauto hat eine kleine Batterie. Und diese Batterie wird mit Energie gespeist über die Brennstoffzelle, die Wasserstoff verbrennt. Und dieser Wasserstoff muss erzeugt werden, transportiert werden und in das Fahrzeug gepumpt werden. Das ist hier mal eine Darstellung von der Firma Volkswagen. Auf der Homepage kann man das schön anschauen, die Effizienzen vergleicht eines reinen Elektrofahrzeuges verglichen mit einer Brennstoffzelle, mit einem Brennstoffzellenfahrzeug. Und wenn ich hier quasi von der Erzeugung über Windräder 100% Energie habe, kommen auf die Straße, was ist die Zahl, 76% noch an. Ja, das ist der Gesamtwirkungsgrad von der Erzeugung bis zum Vortrieb. Und bei einem Brennstoffzellenfahrzeug habe ich hier nur 30%. Das heißt, ein reines Elektrofahrzeug ist bis zu zwei bis dreimal effizienter. Das Ganze heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich Brennstoffzellenfahrzeuge auf den Markt bringe und die verstärkt gekauft werden, brauche ich dreimal so viele Windräder zum Beispiel wie heute. Also ich muss ja die Energie, also dreimal so viele Windräder, wie ich bräuchte für Elektrofahrzeuge. Okay. Und es macht auch nur Sinn, wenn diese Windräder ihren überschüssigen Strom für die Wasserstoffproduktion nutzen. Gut. Meiner Meinung nach setzen sich die Elektroautos hier durch und wir sehen hier einen klaren Trend im PKW-Bereich, weil der Gesamtwirkungsgrad besser ist. Sie sind günstiger. So eine Brennstoffzelle kostet heute noch ca. 15.000 Euro. Die lassen sich überall aufladen, zu Hause, unterwegs, auf den Autobahnen. Ja, das Netz ist besser ausgebaut. Die Wasserstofftankstellen sind heute noch relativ rar gesät. Ich könnte hier noch nicht nur das Wasserstoffauto auftanken. Ja, und sie haben die gleiche Reichweite, ca. 400 bis 500 Kilometer, 500 Kilometer. Das heißt, das Rennen ist in meinen Augen entschieden zwischen Elektro- und Wasserstoff. Das im Pkw-Bereich, offen ist es noch im Lkw-Schiffsbereich oder im Flugzeugbereich. Das heißt, zu schwereren Massen hin gibt es durchaus eine Daseinsberechtigung für Brennstoffzellen. Das sehen wir auch in U-Booten zum Beispiel. Aber für den klassischen Pkw ist es sehr schwer. Warum? Weil es diese Megatrends gibt, die wir hier so ein bisschen sehen. Das sind einmal Megatrend Reichweite. Ich habe hier mal ein paar Fahrzeuge aufgelistet und da zieht sich ein roter Faden durch. Und zwar, das hier ist der klassische BMW i3, der 2013 auf den Markt gekommen ist. Der hatte eine Batterie von 22 Kilowattstunden. Ja, nur mal zum Vergleich. Ich brauche für 100 Kilometer fahren ca. 20 Kilowattstunden. Ja, manche brauchen weniger, manche brauchen mehr, aber mal ganz grobe Hausnummer sind 20 Kilowattstunden für 100 Kilometer Reichweite. Das heißt, mit diesem BMW i3 konnte ich damals um die 100 Kilometer weit fahren. Ja, daher kommt auch der schlechte Ruf von Elektrofahrzeugen. Oh, ich kann hier nur 100 Kilometer fahren und bin dann nur 60 und ich kann nicht aufladen. So, was ist denn hier passiert? Wir sehen hier mal eine historische Entwicklung. 2016 hatte dieser BMW i3 schon eine Batterie mit 33 Kilowattstunden und 2019 eine Batterie mit 44 Kilowattstunden. Das heißt, hier konnte dieses Fahrzeug 200 bis 250 Kilometer weit fahren. Das ist das gleiche Fahrzeug und ich erkläre später, warum das hier passiert ist. Ich habe an der Stelle eine Batterie mit 44 Kilowattstunden. Der Renault Zoe, ich habe das jetzt hier nicht historisch aufgeführt, der hat ja eine Parallelentwicklung gemacht wie der BMW i3. Aber auch hier hat das Fahrzeug 2019 im Bereich eine Batterie mit 52 Kilowattstunden. Und im Jahr 2020 kam der Opel Corsa. Das heißt, ich habe ja darüber gesprochen, dass auch die Verfügbarkeit gestiegen ist. Der Opel Corsa, e-Corsa hat eine Batterie mit 50 Kilowattstunden.
So, das sind Fahrzeuge im Klein-Pkw-Segment, Zweitwagensegment, die 250 Kilometer Reichweite haben, mit denen ich typischerweise bei uns in der Region nach Würzburg und zurückfahren kann, ohne es wieder aufladen zu müssen. Wenn ich dann da mal zu größeren Fahrzeugsegmenten gehe, ja, dann kommt hier historisch von links nach rechts, mal hier so dargestellt, 2020 der Polestar 2 raus mit einer Batterie von 78 Kilowattstunden. Das wären jetzt schon mal Fahrzeuge mit einer Reichweite um die 400 Kilometer. Dann das Tesla Model Y wird ja hier auch in Deutschland in der Nähe von Berlin dann auch gebaut werden. Das hat eine Batterie mit 80 Kilowattstunden. Der Ford Mustang Mach-E eine Batterie mit 98 Kilowattstunden. Ja. Der Daimler EQS eine Batterie mit 108 Kilowattstunden. So, ich habe hier nochmal angefügt, die Fahrzeuge werden ja auch schwerer. Ja. Jeder kennt aus der Physik, Energie ist ein halb m mal v Quadrat. Das heißt, mit steigender Masse steigt auch der Verbrauch. Und fairerweise muss man sagen, dass diese Fahrzeuge dann schon mal ungefähr 25 Kilowattstunden brauchen. Aber das sind Fahrzeuge hier, in denen ich 400 bis 500 Kilometer habe und ich eine Reichweitenoptimierung an der Stelle habe. Mal ein kleiner Ausblick auf hier so ein schönes, sage ich mal, Pickup-Truck. Also auch hier, je größer die Fahrzeuge werden, desto mehr passt hier rein. Das ist der Rivian RT1. Rivian ist ein Startup, da ist der Amazon stark eingestiegen, da ist BlackRock stark eingestiegen als Investor. Ja, das wird, sag ich mal, einer der größeren sein, der dann auch neben dem Ford F-150 auf den Markt kommt. So, das heißt, der Trend ist ganz klar, die Batterien werden größer. Warum? Wir haben hier zwei Gründe dafür. Jetzt verrutscht mein Mikrofon, ich hoffe, man kann mich noch einigermaßen hören. So, es gibt zwei Gründe. Zum einen versucht man, die Fahrzeuge durch einen neuartigen Aufbau zu optimieren, dass man immer eine größere Dichtepackung hat der Batterien, und zwar, das ist das berühmte Skateboard. Skateboard ist hier mal so rechts dargestellt, das ist so ein Bild von Rivian. Das heißt, man versucht, in den Unterboden komplett die Batterie einzubauen, hier vorne und hier hinten so ein bisschen die Leistung elektronischen Komponenten. Das Ganze verkauft man in einer Einheit und die Fahrgastzelle sitzt hier oben drauf. Das ist neu. Das hat man zwar beim i3 auch schon gehabt, aber man hat anfänglich versucht, überall da, wo bei klassischen Verbrennungsfahrzeugen die Komponenten rausfallen, wie vorne im Motorraum, der Getriebetunnel oder auch Teile von meinem Kofferraum, mit Batterien vollzupacken. Ja? Und da hat man eben nicht so viele Batterien reingepasst. Das ist ein neuartiger Ansatz, um einfach die Dichte zu erhöhen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist die Optimierung der Zellchemie. Das heißt, heute haben wir bessere Zellen, die Energiedichte erhöht sich. Und auch hier mal wieder am Beispiel meinem Liebling, dem BMW i3, der 2013 auf den Markt kam, der hat eine Batterie von Samsung gehabt mit einer Energiedichte von 200 Wattstunden pro Kilogramm. Ja, das sind 200 Wattstunden pro Kilogramm. Und der BMW i3 aus dem Jahr 2019, der hatte schon 250 Wattstunden pro Kilogramm. Das heißt, hier gab es eine Steigerung von 50 Wattstunden. Und wer sich noch daran erinnert, dieser hatte eine doppelte Batteriegröße. Also man hat nicht nur durch die Energiedichteerhöhung das geschafft, sondern durch auch das Packaging. Aber wenn man hier die Energiedichten verfolgt, das Tesla Model 3 hat ungefähr 260 Wattstunden pro Kilogramm. Von Panasonic kommen die Batterien hier. Der Leap Motor TO3, das ist ein chinesisches Kleinfahrzeug, der hat eine Batterie von CATL mit 280 Wattstunden pro Kilogramm. Und CATL gibt an, eine neuartige Batterie zu haben im Jahr 2021 für ein Fahrzeug, das noch nicht genannt werden kann oder darf, ich weiß es auch selber nicht, mit 304 Wattstunden. So, was bedeutet es? CATL, das ist der Contemporary Amperex Technology Limited. Das ist ein chinesischer Batteriehersteller aus Ningde, der auch hier in Erfurt bei uns ja das Bosch-Gelände gekauft hat und dort Batterien produziert. Ja, der beliefert den BMW, der beliefert den Daimler, der beliefert auch später den Tesla. Ja, die Fahrzeuge, die in China gebaut werden von Tesla, die Model 3 Fahrzeuge aus China, die hier importiert werden, haben bereits auch schon CATL Batterien. So, das heißt, der CATL ist einer der größten Batterieplayer und er hat mal hier eine Roadmap aufgelegt, ne, von CATL, wo er sagt, das ist meine Roadmap, ich gehe hier über Optimierungen der Nickelanteile, der Siliziumdotierung in der Anode, erhöhe ich immer mehr meine Energiedichte. Er hat die 304 Watt pro Kilogrammstunde schon
aufgezeigt. Und der Trend und die Forschung geht in Richtung Feststoffbatterie, Solid-State-Batterie, die im Bereich 350 bis 500 Watt pro Kilowattstunde genannt wird. Das heißt, da geht der Trend hin. Wann das kommt, ob das in 2025 kommt, ob das in 2030 kommt, das wissen die Wissenschaftler von CATL. Aber es gibt einen Technologietrend, ganz klar. Das heißt, wir haben ihn in den letzten 10 Jahren schon gesehen und wir werden ihn in den nächsten 10 Jahren sehen. Und wenn ich mir das anschaue und ich habe dann einfach mal nur eine Batterie hier mit 500 Wattstunden, ich drücke es jetzt mal plausibel aus, ja, und ich habe heute ein Tesla Model 3 mit 260. Das Tesla Model 3 hat eine Batterie mit 80 Kilowattstunden, kommt 400 Kilometer weit. Ja, in 10 Jahren habe ich eine Batterie dann mit durch die Verdopplung der Energiedichte mit 160 Kilowattstunden, kommt dann plötzlich 800 Kilometer weit. Also da kommen wir in Atmosphären, die dann auch den 1000 Kilometer Diesel dann können wir mal schon angreifen. Okay, wobei ich das ja nie brauche oder zumindest nicht am Stück ohne Pause. Das ist so ein Trend, den sehen wir. Das heißt, wir sind heute schon bei Batteriegrößen, die, sagen wir mal, in meiner Meinung nach akzeptabel sind. Also ich fahre persönlich schon bis zu 700, 800 Kilometer im Urlaub mit meinem Elektroauto. Ich fahre einen Tesla Model 3. Und das liegt ja nicht nur daran an der Batteriegröße, sondern auch an der Schnellladefähigkeit. Und da kommen wir zum nächsten Trend. Wir sehen die Schnellladefähigkeit oder wie schnell kann ich den laden. Da so ein bisschen, ich hoffe, ich kann mal Sie dadurch mal navigieren. Wir fangen hier links oben mal an mit dem AC-Laden. Wir haben hier wieder den berühmten Klassiker, die Renault Zoe mit einer 41 Kilowattstunden Batterie hier mal genannt. Das ist ein Bild vom Mobility House. Die 41 Kilowattstunden kann ich rein theoretisch an der 2,3 kW Haushaltssteckdose in 25 Stunden aufladen. Wenn ich an eine, Camping-Steckdose gehe mit 3,7 kW, dann brauche ich da ungefähr 16 Stunden dafür. Wenn ich an eine 11 kW Wallbox gebe, 4,5 und an eine 22 kW Wallbox ungefähr 2,5 Stunden. Das ist noch relativ lange. Da denkt sich jeder, hoppla, kleine Batterie, ich komme da 200 Kilometer weit, ich brauche nicht so lange zum Laden. Ja, komplett verständlich. Ja, aber ich habe mir ja vorgestellt, die Batterien werden größer und man lädt schneller. Was passiert denn? Oder was sind denn die verschiedenen Lademöglichkeiten? Ich habe an der Stelle ein Auto mit einer Elektrobatterie. Eine Batterie hat einen Plus- und einen Minuspol. Das heißt, ich habe hier das ist Gleichstrom, ja, Plus und Minus, da wechselt nichts. Das ist im Prinzip Gleichstrom, das ist DC Dual Current. Und wenn ich an einer Haushaltssteckdose laden möchte, das ist Wechselstrom, das heißt alternierender Strom, Alternating Current. Und wenn ich an eine sogenannte Wallbox gehe, eine AC-Wallbox, brauche ich einen Wandler, einen AC-DC-Wandler, das nennt sich Onboard Charger, der meinen Wechselstrom in Gleichstrom umwandelt, um die Batterie zu laden. Hier sind die Limitierungen gegeben durch die Steckdosen, durch die Kabelstränge. Es gibt aber auch Möglichkeiten, andere technische Möglichkeiten, nämlich indem ich diesen Wandler in so eine genannte Schnellladesäule transferiere und den in parallelen Stacks einschiebe. Das heißt, ich kann die Wandlung in der Ladesäule machen und mein Elektroauto direkt mit DC Gleichstrom laden. So, und das bedingt dann jetzt, dass ich auf der einen Seite, wenn ich diesen DC-Ladevorgang nehme, die Ladesäulen optimieren muss, aber auch die Elektroautos optimieren muss in Richtung der Batteriechemie, dass die Batterie auch dementsprechend schnell geladen werden kann. Und das sehen wir mal hier eine zeitliche Entwicklung der Ladeinfrastruktur und hier unten der Elektroautos. DC-Laden, das HPC heißt High Power Charger, ja, das sind so die üblichen Begriffe, High Power Infrastruktur, mal ohne Tesla wieder. Das war hier so eine Historie 2014 mit 50 kW, das war relativ üblich. Wer sich erinnert, wir hatten ja bei der Firma Bre auch 2016 die Schnellladesäule aufgestellt, hier auch bei der Stadt, zusammen mit dem Landratsamt hatten eine Schnellladesäule. Also wir hatten hier relativ viele und relativ früh schon 50 kW DC-Schnelllader aufgestellt und man kann das ist jetzt theoretisch gerechnet, innerhalb von 48 Minuten 40 Kilowattstunden damit laden. Das sind, wie wir schon vorher genannt hatten, ca. 200 Kilometer Reichweite. Dann gab es eine zeitliche Entwicklung aus dem Jahr 2018 und 2020. Das ist auf dem Markt 150 Kilowatt Ladeleistungsstationen gab, die rein theoretisch in 60 Minuten brauchen für 40 Kilowattstunden. Und
350 Kilowatt Ladestationen, die rein theoretisch 5 Minuten brauchen für 40 Kilowattstunden. So, das sind wir jetzt in Größenordnung, die dem normalen Tanken entsprechen. Wenn ich jetzt eine 80 Kilowattstunden Batterie habe, dann habe ich die rein theoretisch in 10 Minuten aufgeladen. Rein theoretisch heißt, das ist jetzt linear gerechnet. Ich habe natürlich, wenn ich am Ende der Ladekurve bin, geht das asymptotisch. Das heißt, man muss sich das vorstellen, eine Batteriezelle ist wie so ein Wasserglas. Und ich kann da nicht unendlich reinkippen, sondern damit es nicht überläuft, muss ich am Schluss eben das Wasser langsamer reinfüllen. So muss man sich das Laden ungefähr vorstellen. So, gleichzeitig dazu haben aber auch die Elektroautos einen gewissen Schub gemacht. Das heißt, hier historisch mal dargestellt, der Klassiker wieder, der BMW i3 aus dem Jahr 2013, 2014, der konnte rein theoretisch mit 50 Kilowatt laden im Peak. Ja. 2018 der Jaguar I-Pace mit 80 Kilowatt. Dann schon ein XO, der Porsche Taycan, bedingt durch seine 800-Volt-Technologie im Jahr 2019 mit 270 Kilowattstunden im Peak. Und man sieht hier 2020, 2021 das ganze Sammelsurium an Autos, die auf den Markt gekommen sind, die eine Schnellladefähigkeit von über 100 Kilowattstunden schon besitzen. Ja, mein eigentlicher Liebling gerade ist der Mercedes EQS mit seiner 108 Kilowattstunden Batterie und der 200 Kilowatt Ladefähigkeit, der innerhalb von wirklich an der Stelle 10 Minuten dann nochmal 250 Kilometer Reichweite reinlädt und schon 400 Kilometer Reichweite hat. Wenn man mit relativ zügiger Geschwindigkeit, wer weiß wie lange noch, auf der Autobahn fahren kann. Es geht weiter in Richtung, sage ich mal, weiteren Optimierungen, die da kommen, mal als kleiner Ausblick, dass man hier eben auch diese theoretische Leistung der Ladesäulen ausnutzen kann und an die 330 kW rankommt. Das sind dann, sage ich mal, in der Zukunft natürlich Aussichten, die das Laden zum Spaß machen. Und man üblicherweise, wenn wir hier, also wenn meine Frau und ich nach München fahren zum Beispiel, brauchen wir so eine Viertelstunde Pause und da dauert das Laden weniger lang als die Pause, die der Mensch braucht. Okay, das ist mal hier so ein Trend. Mal kurz mal dargestellt, was tut sich hier? Es gibt verschiedene, sagen wir, Schnellladeanbieter inzwischen. Den Tesla habe ich immer mit seinen Superchargern aufgeführt. Die Firma Fastnet, ein holländischer Anbieter, hat hier solche genannten Ladehubs an den Autobahnen. Ionity, der Verbund der Europäer, der europäischen Autohersteller mit Porsche, Daimler, BMW, aber auch die NBW, dieser Energieanbieter NBW aus dem baden-württembergischen Raum, der hat sich zum einen der größten Ladesäulen oder Ladesäulenaufsteller entwickelt. Aber es gibt hier auch diese sogenannten urbanen Schnelllader an den Shell-Tankstellen, an den Aral-Tankstellen oder auch bei McDonald's, die dann dementsprechend die Ladelaune erhöhen. Da tut sich einiges. Ich hoffe auch hier irgendwann mal bei uns im Landkreis. Der nächste Trend ist Optimierung der Effizienzen zur Reichweitensteigerung. Das wird jetzt ein bisschen technisch. Ich gehe einfach mal schnell drüber. Ich sehe schon die ersten. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Habe ich noch? Okay. Okay. Das induktive Laden, wir können ja kurz mal darauf eingehen. Das ist schön, dass Sie fragen. Die Firma Bree hat 2 Jahre lang induktive Ladesysteme entwickelt. Ja, und es gab 2 Hauptthemen. Zum einen die Kosten. Die Kosten, die hier vor allem auf der Infrastrukturseite waren, die waren exorbitant. Das ist eine Wallbox mit einer Bodenplatte. Und das andere, das ist der nicht vorhandene Standard. Also das Ziel war ja immer die Interoperabilität. Das heißt, der BMW kann über einem Daimler-Bodenplatten laden oder ich fahre ein Parkhaus und da kann jedes Fahrzeug über der einen Bodenplatte laden. Und da, die Standardisierung war noch nicht so weit. Ja. Und das wird auch noch dauern. Das induktive Laden ist heute in meinen Augen absehbar auf die nächsten 5 Jahre noch kein Thema. Frage beantwortet? Ja. Also, genau. Also das induktive Laden geht einher mit dem autonomen Einparken oder dem autonomen Fahren. Ja?
weil es keinen Sinn macht, wenn mein Auto autonom in die Garage fährt und parkt, dass ich dann noch hinterher noch einen Stecker einstecke. Aber das, auch das ist heute noch nicht gegeben. Ja? Also das dauert noch, die Technologien sind vorhanden, aber noch heute nicht marktreif und spruchreif. Dazu muss man sagen, dass diese Technologien ein Stück weit auch noch natürlich mit Verlusten einhergehen. Wenn ich induktiv lade, habe ich einfach einen Verlust durch die Luft. Es kommt so ein bisschen auch meines Wissens aus China der Wunsch. Ne? Also so eine gewisse Bequemlichkeit geht damit einher. Es wird von einigen Elektroautonutzern als Mühsal empfunden, noch ums Auto zu gehen und den Stecker einzustecken. Man hätte es gerne ein bisschen bequemer. Ja. Aber da stellt sich halt die Frage, inwieweit Bequemlichkeit oder Energieverluste da abzuwägen sind. Ne? Ich würde vorschlagen, also die Zwischenfragen über das Mikro zu machen, damit die Internetbegleiter uns ebenfalls hören können. Ist weniger eine Frage, vielleicht noch eine Ergänzung zu der Anwendung von dem induktiven Laden. Ich denke mal in den Städten, wo ja ganz oft so die Forderung kommt, ich kann mein Auto eh nur am Straßenrand in der Laternenbank, habe keine Tiefgarage, könnte ich mir das vorstellen, irgendwann in Zukunft auch. Ne? Aber die Leistung ist ja nur so gering. Aber da stehen die dann eh über Nacht, also das wären so Anwendungen. Ja. Wo es vielleicht Sinn macht, wenn es mal standardisiert ist. Wenn es mal standardisiert genau, ist. Der Standard ist das Hauptkriterium. Ja? Ich gehe nochmal zurück. Und zwar, das sind ja Ladesäulen mehr an den Autobahnen, aber das sind ja Ladesäulen im urbanen Raum. Und ich hatte 2015 in Berlin so ein Erlebnis, da bin ich zu einer der wenigen Schnellladesäulen damals hingefahren, 50 kW, die es in Berlin gab. Und habe die Leute gefragt, die dort angestanden haben zum Laden, warum ladet ihr nicht über Nacht mit AC langsam? Und dann hat er gesagt, da muss ich einen Kilometer in die eine Richtung laufen, dann ist es nachts um 3 fertig, dann muss ich abstecken und das ist mir einfach zu unbequem. Ich stelle mich lieber hier mal schnell 20 Minuten hin, lade mein Auto und dann stelle ich mein Auto nachts wieder da ab, wo ich es eigentlich brauche. Also das DC-Laden ist auch ein Bequemlichkeitsthema. Das AC-Laden über Nacht, das hat am Straßenrand natürlich seine Bedeutung. Viel mehr zu Hause langsam laden über Nacht. Aber das DC-Laden, das wird sich so ergeben, dass man bei McDonald's lädt, wenn man dann sich was holt. Oder beim Supermarkt. Na, hier hinten sieht man nochmal so ein Rewe-Zeichen. Ja, also es sind in Eichenzell, Fulda, die Supermärkte außenrum um die Schnelllade. Es sind bei Schweinfurt neu gebaut, bei der Fastnet-Station die Supermärkte außenrum. Also das wird einhergehen. Parken heißt. Aber gut, ich gehe nochmal kurz ein bisschen weiter, weil das Thema Effizienz möchte ich nochmal kombinieren. Wir optimieren auch Effizienzen. Und Effizienzen optimieren wir im minimalsten Bereich, weil auch der Kunde das wünscht. Der Kunde möchte keine Ladeverluste mehr haben. Ja? Und das machen wir durch den Einsatz von neuen Materialien. Hier mal so ein ganz grobes Sammelsurium. Es gibt die klassischen Silizium-MOSFETs, entwickelt aus den 50er, 60er Jahren. Es gibt die IGBTs zum Schnellschalten, zum höheren Leistungsschalten in den Wärtern. Aber ganz neu jetzt der Einsatz von Wide-Bandgap-Materialien, Silizium-Carbid und Galliumnitrid. Die bedingen, dass ich kleinere Einschaltverluste und Ausschaltverluste bei den ganzen Schaltvorgängen habe. Dadurch kann ich wiederum in der Frequenz hochgehen. Dadurch kann ich wieder meine magnetischen Komponenten kleiner machen. Und dadurch wird das Ganze wieder günstiger. Das heißt, ich optimiere zum einen die Frequenzen, aber auch die Systemkosten. Ja? Und das Ganze kommt immer mehr und durch die Skaleneffekte, Skaleneffekt heißt, je mehr Bauteile produziert werden, desto günstiger werden die. Habe ich hier eine Kostenreduktion. Und da habe ich mal hier zwei Beispiele dargestellt. Links ist ein Onboard-Charger, der wandelt quasi Wechselstrom in Gleichstrom um. Und hier ist die Batterie. Ja, ich habe hier so einen dreiphasigen Eingang. Ich habe hier eine PFC-Stufe, die wechselt mir AC und DC auf einen Zwischenkreis. Der ist mal hier. Dann mache ich noch die Spannung auf die Batterie. Die wird hier hochgeführt von 300 auf 400 Volt, wenn es vollgeladen ist. Also der Onboard-Lader wechselt quasi Wechselstrom in Gleichstrom. Und der Inverter macht wieder genau das Gegenteil. Der Inverter nimmt Gleichstrom aus der Batterie und treibt den Elektromotor an. Der Elektromotor wird betrieben über Wechselstrom. Ja, und da sind mal hier so ein paar Daten aufgeführt. Das heißt, heute lade ich hier mit 11 kW. Hier sind mal die Leistungen aufgetragen. 11 kW mit einem Wirkungsgrad von 97% mit Silizium-Carbid-Komponenten. Und ich habe früher mit nur reinen Silizium-Fets eben
94% Wirkungsgrad hat. Auch hier Optimierungen um 2-3% mit dem Einsatz der neuen Materialien. So, induktive Laden liegt bei 90%. Ja, ich habe allein 4% Verluste über den Luftspalt. Dann kommen noch die elektronischen Verluste dazu. Das heißt, die Frage ist, 90%, ne, das sind 97%, ja, wenn man den Strom übrig, ne, zu viel hat, dann geht das, aber das ist die Frage, ob es dann wirklich so kommt. Ne. Man kann das auf 92% vielleicht noch optimieren, 93%, aber man hat immer die 4% über den Luftspalt, die da verloren gehen. Der Inverter ist gleiche Einsatz durch, sage ich mal, anstatt IGBTs, Silizium-Carbid MOSFETs um 2-3%. Dieser Trend geht weiter. Natürlich ist 100% theoretisch nicht erreichbar, sondern man hat immer einen gewissen Verlust. Aber da, das sind so die Themen, an denen wir als Firma B arbeiten. Ganz klar. Okay, das ist mal so das Thema Effizienzen, das heißt Reichweiten, Ladeleistung und Effizienzoptimierung. Das sind die Themen, an denen wir seit 10 Jahren arbeiten, die dazu führen, dass die Autos auch dementsprechend in der Akzeptanz, sagen wir mal, angenommen werden oder die Akzeptanz größer wird. Dann wollte ich noch mal kurz einen Schwenk auch machen aufs Recycling. Mal schnell 2 Folien. Was ist Recycling? Recycling ist, ich habe eine Batterie. So, und die Batterie hält viel länger als das Auto. Die Batterie hat circa von 100% bis 0% Entladung eine Reichweite von 400 Kilometer und hält 3000 Zyklen. Dann sind das, wer rechnen kann, 1,2 Millionen Kilometer. Das schafft kein Auto. Das heißt, die Batterie hält viel länger als ein Auto. Ein Auto hat vielleicht 300.000, 400.000 Kilometer. Typische Lebensdauer 8 Jahre. Im Durchschnitt mit 20.000 Kilometern sind 160.000 Kilometer Fahrzeug. Das heißt, was macht man jetzt? Die Batterie ist zu wertvoll, um sie komplett zu entsorgen und wegzuschmeißen. Das heißt, das Thema Recycling kommt immer stärker in den Fokus. Es gibt 2 Arten, das heißt die Second Life Verwertung. Ich nehme das Batteriesystem, mache eine Analyse, wie gut sind die Module. Ich mache eine Demontage auf die einzelnen Module. Hier sind üblicherweise 10 Module, 12 Module, 8 Module an Batterien drin. Und die werden wiederverwendet. In zum Beispiel Puffer, als Pufferbatterien für diese High Power Charger. Wenn ich eine Ladestation habe, die 150 kW Ladeleistung haben soll, ich aber nur einen Anschluss habe von 11 kW Drehstrom, dann habe ich da eine Pufferbatterie dazwischen. Die Pufferbatterie wird aufgeladen und aus der Pufferbatterie kann ich diese hohe Leistung rausnehmen. Das kommt immer mehr zum Einsatz. Oder ich nehme Pufferbatterien zur Netzstabilisierung oder als Hausspeichersysteme. Das sind die Second-Life-Anwendungen. Oder aber wirklich, wenn ich nach der Analyse feststelle, ist vielleicht doch nicht mehr hier als Modul nutzbar, dann kommt wirklich das Recycling, die Mehrfachnutzung. Warum? Erstens, die Optimierung der CO2-Bilanz. Es macht ja keinen Sinn, eine Batterie immer wieder neu herzustellen für die Autos. Und das Zweite ist einfach, ich spare mir die Kosten. Ich kann die Materialien wiederverwenden, ich kann mir die Kupferkabel wiederverwenden etc. Das ist hier mal so auf der nächsten Seite dargestellt. Wir sind als PRI jetzt kein Spezialist dabei, aber hier mal wieder von einem größten deutschen Autohersteller. Ich kann das Recycling hier der Batterien so gestalten, nämlich die ganze Kabel, die Elektronik, Stahl, Aluminium, die hier drin sind, eben in den ganz normalen Recyclingprozess wieder zurückführe. Den gibt es. Die Module hier an der Stelle, die Batteriemodule, die werden geschreddert, die werden getrocknet, da sind ja Elektrolyte noch drin. Dann werden sie durch verschiedene chemische Verfahren eben wieder getrennt. Und am Schluss habe ich die Materialien Nickel, Mangan, Lithium und Kobalt, die ich dann wieder, wie zum Beispiel dank Benzin, E10, da habe ich 10% biologischen Anteil, die kann ich dann wieder als recyceltes Material in die Neuproduktion von Batterien geben. Ja, und das ist ein Kreislauf, der gestartet hat und der auf dem Geschäftsmodell her genauso ist wie die Batterieerzeugung. Das wird ein riesen mega Business. Deswegen steigen da alle ein. Wie soll das heißen? Der Northvolt, der CATL, der Volkswagen-Konzern. Und auch der James Rowell, der ja auch Technikgründer von Tesla ist, hat 2017 das Redwood Recycling, die Redwood Recycling Firma gegründet, die dann auch wieder diese Batterien zurücknimmt, recycelt und die Materialien verkauft. Das ist mal so der Abschluss. Ich bin dann eigentlich mit dem Thema Elektromobilität fertig. Ich könnte Stunden reden, Sie können Stunden Fragen stellen.
Ja, aber das ist einfach zu weit gefächert, das Thema. Ja, vielen lieben Dank. Dann würde ich mal mit der Frage und starten. Vielen Dank. Vielen Dank für den sehr schönen informativen Beitrag. Ich habe zwei Fragen, mit denen ich häufig konfrontiert werde. Einmal, Sie haben zwar gesagt, die Batterie, die hält ja 1.200.000 Kilometer, aber trotzdem ist es so, dass nach 2 Jahren eventuell bei Autos die Batterie ausgetauscht wird. Wie lange hält die Reichweitenleistung von so einer Batterie? Das eine. Und die andere Frage, die man oft zu hören bekommt, Sommer und Winter, ist doch ist komplett anders. Im Winter kann ich das Auto im Prinzip nicht nutzen. Und das werden Sie mir sicherlich auch, hoffe ich, jetzt nicht bestätigen. Ja, vielen Dank für die Fragen. Das sind zwei sehr spannende Fragen. Bei einem Verbrennungsmotor schrumpft der Tankinhalt nicht. Ja? Eine Batterie tut es. Das muss man sich auch vorstellen wie 10 Liter Wassereimer. Da passen anfangs 10 Liter rein. Und dann gibt es zwei Alterungsmechanismen, die bewirken, dass nach einer gewissen Zeit dann nur noch 9 Liter reinpassen oder 8 Liter an Wasser in so einen Wassereimer. Ja, das ist einmal die zyklische Alterung und die kalendarische Alterung. Und kalendarische Alterung, die hat man durch die Materialien gegeben, die ist nicht so dominant wie die zyklische Alterung. Die zyklische Alterung ist die dominante. Und die Forschung der Chemie geht immer dahin, das Ganze natürlich möglichst über die Zyklen stabil zu halten. Das heißt, dass der State of Health, also die 100%, die ich mal zu Beginn habe, nicht zu stark degradieren oder weniger werden. So, und das Ganze charakterisiert man, indem man sagt, das ist eine Risikoabschätzung oder eine Berechnung. Ich sage zum Beispiel 8 Jahre 70% oder 7 Jahre 80%. Ja. Weil man auch die Batterien nicht so kannte. Was man heute weiß, vor allem von diesen Tesla-Batterien, die 2013 schon stark in den Markt gekommen sind, die haben am Anfang einen relativ starken Abfall, so auf 95%, und bleiben dann relativ konstant und gehen so auf die 90% im Mittel. Ja, ich habe das. Ich muss auch sagen, ich fahre jetzt viele Jahre Elektroauto und das merkt man nicht. Das merkt man einfach nicht, weil das Tesla Model 3, das ich fahre, das hat 350 Kilometer Reichweite. Ja? Und wenn ich jetzt mit 100% losfahre, würde es das bedeuten, dass ich, wenn ich früher bis 0% fahren konnte, ich jetzt nur noch bis 5% fahren kann. Und das Sie fahren nie bis 5% oder 0%. Ja? Ihr Bordcomputer sagt da und dahin, entweder ist die Distanz so kurz, dass Sie es nie merken, Sie laden dann über Nacht wieder auf, das heißt, Sie kommen in den Bereich, oder aber Ihr Bordcomputer sagt, da wieder laden. Und der Bordcomputer ist sehr konservativ und auch jeder Fahrer sagt, ich will nicht bei 10% schon laden. Also es gibt Mulche, die fahren auf 0% und das macht eigentlich kaum einer. Also dieses Degradieren, das merken Sie kaum. Ja. Das ist das eine. Aber ja, es gibt es. Das war die eine Frage. Ne? Die andere war ich ja vergessen. Wintersommer. Ah ja, Wintersommer. Okay, auch eine sehr spannende Frage. Wintersommer ist so, die Energie, also die Leistung, die in eine Batterie rein oder rausgenommen werden kann, hängt stark von der Temperatur ab. Ja? Und der Batteriezelle geht es am liebsten bei 35, 40 Grad. So, das hat sich auch relativ schnell durch die Energieentnahme. Im Winter, wenn ich eine Batterie oder wenn ich Außentemperaturen um minus 10 Grad habe, dann werden die Batterien erhitzt. Das Batteriemanagement macht immer wieder auf und hält die auf eine Temperaturoberfläche von 0. Ja? Und Sie haben durchaus im Winter öfters mal, wenn das Auto sehr lange draußen stand, am Anfang Ihrer Fahrt nicht die volle Leistung. Ja? Das haben Sie. Und auch nicht die volle Ladeleistung, wenn Sie mit einem ganz kalten Auto an so eine Schnellladestation gehen. Das ist eine. Deswegen gibt es Mechanismen, die Batterie aufzuheizen. Also sprich, wenn Sie in Ihren Navigationswert eingeben, ich fahre an eine Schnellladestation, werden die Batterien vorkonditioniert. Die werden extra nochmal heiß gemacht, damit sie einfach schneller laden können. Das ist eine. Aber ein anderer Effekt, der noch kommt, ist, das bedingt das Elektroauto an sich.
Der Verbrennungsmotor hat 20% Wirkungsgrad, der Rest wird durch Hitze abgegeben. Und diese Restwärme wird genutzt, bis Fahrzeug zu heizen. Beim Elektroauto ist es so, dass Sie dort elektronische Heizer brauchen. Ja, und beim i3 war es ganz billig, jetzt haben wir es so, der hatte eine 22 Kilowattstunden Batterie, also 20 Kilowattstunden, konnten Sie 100 Kilometer mitfahren. Und wenn Sie jetzt einen elektronischen Heizer mit 5 kW hatten, dann sind 5 kW 25% von dieser Batterie. So, das heißt, dann schrumpft auch Ihre Fahrreichweite um 25%, wenn Sie immer nur Kurzstrecke fahren. Das fällt aber, je größer die Batterie wird, nicht mehr auf. Ja, fahren Sie jeden Tag nur 2 Kilometer, haben Sie am Schluss nur eine Reichweite von 60 Kilometer in der Summe. Über viele Tage hinweg, über 30 Tage hinweg. Das machen Sie dann lieber den meisten Tag aufladen. Ist die Batterie aber 400 Kilometer, sagen wir mal, an die 100 Kilowattstunden Batterie, dann ist es da ähnlich, aber Sie laden immer wieder auf, weil das wäre ja, keine Ahnung, dann 100 Tage, die Sie da nicht laden würden. Ja? Und je länger Sie fahren, desto stärker ist dann irgendwann mal Ihr Fahrzeug warm geworden und dann der KW-Heizleistung auch reduziert auf einen normalen Wert. Ja? Das bedingt das dann. Man arbeitet aber an diesen Heizsystemen, ja, um nicht nur elektrische Heizer mit solchen Leistungen zu haben, sondern um gezielt auch die Umluft wieder aufzuwärmen, um gezielt andere Technologien zu haben. Ich kenne jetzt mit den Heizungstechnologien nicht aus, aber da arbeitet man speziell auf an dem Dämmungsmaterial im Fahrzeug. Ich wollte mal einen lokalen Bezug herstellen. Also ich habe gestern mit meiner Nachbarin geredet, die zufällig bei Bre arbeitet und eine Photovoltaikanlage hat, und sie sagt, sie würde sich ja gerne ein Elektroauto kaufen. Am idealsten wäre es, sie könnte es dann, während sie arbeitet, aufladen bei Bre. Also gibt es da vor Ort solche Projekte, um die Energiewende zu forcieren? Also, ja. Ich hatte es ja vorhin erwähnt, parken heißt laden. Ja. Gibt es bei Bre jetzt? Zum einen haben wir im Eingangsbereich die DC-Schnellladesäule mit 50 kW stehen. Wir haben auf den Zugparkplätzen 22 kW AC-Ladestationen. Wir haben aktuell viele Dienstwägen unserer Projektmanager und Vertriebsleute auf Dienstreisen gehen, die haben dann die Hybride, und dort werden wir sukzessive Parkplätze mit Ladestationen für diese Projektmanager ausstatten. Und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, der Parkplatz im hinteren Bereich wird jetzt auch sukzessive mit Ladestationen ausgestattet. Mit 5 Mitarbeiter. Da kann man so kurz machen, die Ladeinfrastruktur wird ausgebaut, aber mit sicheren Schwingen. Also wir werden immer den Trend ein Stück weit hinterher hinten. Das ist so. Ich glaube schon, dass die Welle an Elektrofahrzeugen uns überrollen wird an der Stelle. Wir kommen mit Infrastruktur nicht hinterher, aber ich denke, wir sind trotzdem im Durchschnitt deutlich schneller, wie das, was mit der öffentlichen Hand passiert. Genau. Das war der Ich habe eine Frage zum Thema bidirektionales Laden. Also ich habe das Problem, ich habe ein Auto, das kann es, aber ohne Netz, also mir darf es noch nicht. Ja. Und ich kaufe mir jetzt für relativ viel Geld, erweitere meine Solaranlage, mache einen Hausspeicher rein, das könnte mein Auto viel besser, hat viel mehr Möglichkeiten, aber ich kann es noch nicht. Wissen Sie da was, ob da irgendwann was passiert, oder liegt es wirklich nur an die europäischen Hersteller, dass die diese Konversation zwischen Auto und Haus noch nicht schaffen? Okay, also die erste Antwort ist, technisch geht es viel schneller als gesetzlich. Ja? Wir entwickeln aktuell einen bidirektionalen Onboard-Charger. Wir sehen den Trend ganz klassisch, dass alle einen bidirektionalen Onboard-Charger für die Kopplung des Fahrzeugs mit der Infrastruktur vorsehen. Ja? Die Teslas, die neuen haben es, der Volkswagen hat seinen
redet aktiv darüber, der Herr Dies, ja, die BMW3 in der neuesten Generation wird bidirektionalfähig sein. Die Frage ist nur, wie regelt man die gesetzlichen Vorgaben? Ja, wie ist das mit der Einspeisung? Wer darf auf meine Batterie in meinem Auto zugreifen? Also ich als Privatmann kann es vielleicht selber regulieren. Das wird es geben. Und ich bin fest daran überzeugt, so wie man heute in Tesla einstellt, du darfst nur bis 90% aufladen, wird es irgendwann eine zweite Linie geben, wo ich sage, du darfst meine Batterie nur bis 40% entladen. Ja, das gebe ich vor. Und ich bekomme dafür Geld. Wenn mein Energieversorger sind und mein Tesla, sagt mir das dann irgendwann mal später. Und ich sage, ich möchte aber 40% von mich selber drin behalten. Ja, das sind Geschäftsmodelle, die werden kommen. In welcher Form und wie genau, weiß ich noch nicht. Aber die gesetzlichen Vorgaben sind viel schlimmer. Weil heute, wer ist der Letztverbraucher, wer ist der Endverbraucher? Ja? Wie regelt, bin ich ja dann nicht wieder der Energiezeuger, wenn mein Auto wieder Energie gibt? Ja? Also das ist noch einiges zu tun. Das sind wieder diese Stabilisierungsthemen zum einen und die juristischen Themen. Aber rein technisch, ja, ist das machbar. Das ist ein Ding. Ich möchte erstmal nur für mein Haus, also nur für mich, also nicht mal für die Öffentlichkeit. Weil in Japan ist es Standard, dass es für die Öffentlichkeit sein muss. Ja, das ist eine andere Historie. Dort haben aufgrund der vielen Tsunamis und Erdbeben und die Autos sind Stellenwert eines Energiespenders, mit dem man in Krisengebiete reinfahren kann und dort Energie entnommen wird, ja, als Notmachen kann. So ist die Philosophie dort. Und über den Stademo-Standard kann ich das. Das ist dieser DC-Schnellladestandard des asiatischen Raumes. Der europäische CCS-Standard arbeitet auch an dieser Bidirektionalität. Für AC und für DC-Laden sogar. Das Thema ist, dass man zum Beispiel eine bidirektionale Wallbox, die das ja auch können muss. Ne? Die gibt es ja schon, aber nicht in Deutschland. Nicht zugelassen in Deutschland durch den Gesetzgeber. Ja, also ich glaube, die Technik ist hier nicht das Mädchen. Das ist ja aus einer gewissen regionalen Sicht schon mal recht praktisch, dass wir kein Hemmnis sind, sondern dass das Hemmnis uns auf Bundesebene abgenommen werden kann. Das ist vielleicht auch Teil der Aufgabe der neuen Bundesregierung. Wir haben ja letztlich auch schon in den Vorträgen am Vormittag anklingen gehört, dass gewisse Regulatoren es schwierig machen. Was ist, wenn jetzt irgendeiner bei seiner Firma Strom lädt und das dann zu Hause in sein eigenes Netz einspeist, um vielleicht in irgendeiner Spannungsspitze seinen Eisschrank mit zu speisen? Ne? Das ist im Moment rechtlich noch nicht einfach abdeckbar, aber es ist technisch abdeckbar. Das ist dann schon mal ein positives Signal, dass es möglich ist. Mich freut es im Endeffekt auch, dass man Bad Neustadt Technik entwickelt, die sowas möglich macht. Ich würde mir dann auch wünschen, dass man da noch ein bisschen dekontextualisiert. Also wir hatten das in der Mittagspause schon letztlich. Ne? Deutschland wird da immer homogen über einen Kamm geschoren. Wir haben im ländlichen Raum, aber aufgrund unserer Fläche, aufgrund der Möglichkeit, hier Energie zu produzieren, aufgrund der vielen Eigenheimer, die Möglichkeit, auch selber Energie zu produzieren, die man in der Großstadt gar nicht so hat. Ja? Aber bis jetzt fehlt es auch an irgendwelchen Bundeslösungen, Gesetzgebungen, hier so einen Disparitätenausgleich zu schaffen, zu nutzen oder auch mal den ländlichen Raum zu bevorzugen. Ja? Weil wir könnten sehr wohl auf unseren Dächern Strom produzieren und das überall einspeisen mit Elektroautos als Fahrbahn speichern. Das kann ich natürlich nicht, wenn ich in irgendeiner Mietskaserne wohne und nicht weiß, wo ich mein Auto lade. Es gibt aus dem Internet keine Fragen. Haben Sie noch Fragen? Also das hatte ich ja heute früh schon gesagt. Das ist ja einfach der Fakt, das ist regulatorisch Geld wäre der Vorteil. Ich muss es irgendwie verrechnen, der Arbeitgeber muss es verrechnen, wenn ich in der Firma mein Auto lade. Wie finanziere ich das? Wenn es ein Betriebsauto ist, kann ich das einfach machen. Wenn es aber ein Privat-PKW ist, ist es wieder sehr schwierig, weil ich das ja zählen muss. Das muss ich ja mitmachen. Wenn die Firma dann noch ein Blockheizkraftwerk hat, wo sie dann den KWK-Bonus kriegt, steuerbegünstigt ist, weil es ein großer Stromverbraucher ist, dann ist es wieder eine Fremdstromleistung, die wieder getrennt abgerechnet werden muss und so weiter. Also technisch ist das sofort machbar.
Bürokratisch schaffen wir das nicht. Die neue Regierung hat da große Aufgabe, das EEG zu entschlacken. Und wenn dann lauter neue Anlagen am Netz sind, dann können wir auch da wieder drüber nachdenken, weil ich natürlich bei den Altanlagen auch noch immer das alte EEG dabei habe. Also ja, wir würden das gerne machen, technisch überall empfehlen bei der Energieberatung, aber da sind uns noch die Hände gebunden. Vielleicht nur noch ein Kommentar, Joachim, vielleicht weißt du da auch einen Stand dazu, und zwar die Abrechnung von solchen Systemen halte ich für technisch relativ einfach machbar. Alle Autos haben mittlerweile GPS. Also da nach einem Jahr ein Protokoll rauszulassen, wo ich was geladen habe oder entladen habe, ist technisch überhaupt kein Thema. Dann bleibt bloß noch die Bürokratie bzw. die Abrechnungsmodalitäten eben festzulegen. Aber technisch sicher kein Thema. Also da wird sich keiner hinsetzen mit irgendeinem Buch und da irgendwo was nachrechnen müssen. Also das geht alles heute in elektronischer Form. Ja, da sind wir doch noch beim Datenschutz. Und wenn wir das dann gelöst haben. Ja gut, ich meine, diese Regulatorien und Gesetzgebung sind natürlich, wir machen das jetzt seit 8 oder 9 Jahren, dass wir uns an der Aufbausituation der Schnellladeinfrastruktur hier in irgendeiner Form beteiligen. Ne? Und es ist gar nicht so einfach, Förderungen hier zu akquirieren, wenn man sinnvolle Bezahlsystematiken zum Beispiel wünscht. Ne? Also wir haben am Anfang den Gedanken gehabt, das ist ja total einfach, wie bei einer normalen Tankstelle auch mit einer Kreditkarte oder einer EC-Karte zu zahlen. Das hat das Bundesministerium zunächst anders gesehen. Da gab es dann irgendwelche Roaming-Verfahren, die eingesetzt werden mussten, weil es eine Ewald-Karte gibt, eine Frankenladeverbund-Plus-Karte. Da bin ich nur in Bayern und nicht in ganz Deutschland. Ja. Und über Deutschland verteilt hatte ich dann irgendwie gefühlt 35 Zahlsysteme, für die ich eigene Karten gebraucht hätte oder ein Roaming-System, was wieder extra Geld kostet, wobei jeder eigentlich bereits eine Zahlkarte im Geldbeutel hat. Wir müssen halt auch mal irgendwie da einen gewissen Pragmatismus, finde ich, walten lassen. Ne? Genau. Und Herr Fries? Das Thema würde ich gerne nochmal anschließen. Also wir haben 2016 angefangen, die 50 kW Ladestationen aufzubauen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir jetzt auch mal einen Schritt gehen, die 150 kW oder 350 kW High Power Charge im urbanen Raum zu haben. Ja, in Bezug auf die, sagen wir, die Autobahn, die zum Beispiel auch da ist, dass man sagt, bei McDonalds oder so Einkaufszentren, dass man da so genannte 4-6 Stationen Ladehubs hat mit Powercharger. Das ist eine Aufgabe der Kommunalpolitik, letztlich da Mittel zur Verfügung zu stellen. Deswegen freut es mich, dass 4 Damen und Herren des Kreistags dabei sind. Ja, ich habe jetzt auch eine Förderung diese Woche zu Gesicht bekommen. Und für diese neue Schnellladeinfrastruktur gibt es jetzt eine Förderung, die in gewissen Bedarfsräumen letztlich in Autobahnnähe zur Verfügung steht. Also der Korridor entlang der ja, A71, ne? In Bad Neustadt und in Melrichstadt wäre letztlich die Möglichkeit, da auch eine Bundesförderung zu akquirieren. Und da habe ich die Bürgermeister diese Woche informiert, das mal im Gremium zu diskutieren. Also die beiden Bürgermeister der Städte. Ich wollte jetzt nicht den Wolbacher Bürgermeister die Nase lang machen, den nicht gefördert werden kann. Aber das wäre doch was, wenn Wolbach hier in der langen Nase den Benutzer macht. Ist ja nicht gefördert. Ich wollte nur anmerken, dass, soweit ich das mitbekommen habe, das doch jetzt für die neuen Anlagen geändert wurde mit dem Kartenzahlsystem. Also für alle neu installierten wird doch jetzt eben EC und Kreditkartenzahlung möglich sein, oder? Muss. Das war halt ein Prozess, den wir schon 2014, als das losging, wussten und auch mitgeteilt haben und da 7 Jahre lang auf Unverständnis gestoßen sind. Also ich möchte mal kurz ein Beispiel nochmal anfügen. Wir haben das an unseren Ladesäulen. Ja, und bei uns kostet die Kilowattstunde DC-Laden 28 Cent. Wenn Sie da mit einer Roaming-Karte hingehen, zahlen Sie bis zu 70 Cent. Ja, also nur mal so. Zumindest die größte Roaming-Karte nur noch. Ich hoffe, der Sparkasse ist nicht da. Ne? Das ist die größte Roaming-Karte. Vortrag auch. Das ist eine Ergänzung vielleicht dazu. Wir haben es aber in Deutschland jetzt geschafft und nichts. Entschuldigung. Der Gesetzgeber hat es aber geschafft, jetzt die zukünftigen Bezahlsysteme eben mit dieser Roaming-Karte mit einem Pin-Pad zu versehen. Also die ganze Fachwelt langt sich nur an den Kopf, die sind störanfällig, teurer. Also das heißt, der Chip, der da drauf ist, wo man bis 25 oder noch mehr Euro bezahlen kann, kontaktlos an jeden Supermarktkasse, ne? Was für die meisten Ladevorgänge unterwegs dicke reicht, ne? Wenn die nicht unverschämt werden mit den Preisen,
nee, jetzt muss ein Pinbet dahin, was störanfällig ist und. Ne? Also wir schaffen es in Deutschland immer wieder, man freut sich, so wie Sie auch, ich auch im ersten Moment, dann kommt anschließend die Details und oh Gott, nee, ja. Aber immerhin. Ja, ob man das, ich weiß nicht, langsam. Ja, zum Thema Ladesäulen wollte ich noch was sagen. Wir haben uns zum Beispiel bei uns bewusst dagegen entschieden, weil wir sagen, der Rhöner lädt eh daheim. Und Wolbach zum Beispiel ist jetzt nicht Bischofsheim oder der Kreuzberg, wo jemand hingeht, hält sich 2 Stunden auf, kann laden, fährt wieder weiter, sondern es gibt ja diesen letzten Begriff Bürgermeistersäule ist, wobei ich immer noch einer der wenigen Bürgermeister im Landkreis sind, die elektrisch fahren. Aber wir haben so wirklich, solange ich keine Schnellladesäule installieren kann, auch finanziell installieren kann als Kommune, macht es für mich keinen Sinn. Und nur so eine Säule hinzustellen, damit das politisch ist. Ja, wir haben vor ein paar Jahren mal in so einem Forum gehabt, da hat jemand gesagt, er hat bei der Pre-Ladesäule geladen und haben sie gesagt, ach, Sie waren das. Ne? Wie es losging. Ne? Genau, das ist so. Und das wird jetzt halt politisch, wird die Sau immer durchs Dorf getrieben. Ja, man muss so eine Ladesäule haben. Ich finde ihn völlig ein Quatsch. Wir auf dem Land brauchen sie nicht. Der Tourist kommt nicht nach Wolbach, um zu laden, sondern er will an der Autobahn laden. Da macht es absolut Sinn. Oder man sagt vielleicht im Gewerbegebiet, so eine kleine Stromtankstelle. Da ist es auch wieder gut. Aber diese kleine Ladensäule, das... Also die AC-Ladensäule ist 22 kW. Ich habe es ja aufgezeigt. Das schnellste war 2 Stunden 40 für 40 kWh. Das nicht. Aber für mich ist eigentlich das Thema Schnellimbiss. Ja. Halbe Stunde Supermarkt einkaufen mit 150 kW Ladeleistung, das, wo ich das verbinde. Da, wo ich e-parke, da lade ich. Und da können auch die laden, die kein Haus haben, die kann ich nicht zu Hause laden können. Ja? Ja, wir haben ja schon die Entwicklung hier in Bad Neustadt erlebt. Wir haben mittlerweile über 40 Ladepunkte in Bad Neustadt. Hängt damit teilweise zusammen, dass wir Modellstadt für Elektromobilität sind. Aber wir haben einfach verschiedene Einkaufsangebote mittlerweile, wo dann die Gewerbetreibenden selber auf die Idee gekommen sind, sich da entsprechend zu rüsten. Wir haben mehrere Supermärkte, Technikmarkt, ein Ärztehaus, ne, die letztlich Ladeinfrastruktur anbieten, um sich eben den Kundenwünschen anzupassen. Wir haben ja auch hier in Bad Neustadt oder im Landkreis Rhön-Grabfeld mehr als das 7-fache des Bundesdurchschnitts an Elektrofahrzeugen, die per Stecker ladbar sind. Ne? Und entsprechend haben wir auch ein größeres Klientel von Nutzern. Obwohl die meisten Leute zu Hause laden können, ist es halt schon so, dass die, wenn die hier sind, ne, dann im Supermarkt auch die Möglichkeit nutzen, eben zu tanken. Und das ist eine Situation, die da merken wir, dass das weiter auch privatwirtschaftlich ausgebaut wird. Nicht um damit Geld zu verdienen, sondern aus Imagegründen und um sich den Kunden Wünschen und Interessen anzupassen. Und das wird auch immer kundenseitig ganz gut angenommen, so wie ich das beobachte. Also wenn ich den Kaufmann soll, sehe, da frage ich keine Werbung. Keine Teegut. Genau. Also wenn ich da hinfahre, kriege ich noch eine Post. Da fahre ich schon gar nicht mehr hin, weil die ist nicht frei. Ja, die ist nicht frei, da müssen eigentlich 5 stehen. Und so könnte ich mir das auch vorstellen, dass da weiter südlich am Kreisel, dass da einfach, wenn da so 4 Schnellladesäulen stehen würden, das wäre auch ein Mehrwert für Bad Neustadt. Ja. So, jetzt noch abschließend eine Frage oder die Aufforderung, sich noch einen Kaffee zu genehmigen, bevor der nächste Workshop. Ich würde abschließen mit einer Frage als Publikum. Ja? Wer kauft sich in den nächsten 2 Jahren ein Elektroauto? Wow, wahrscheinlich noch eins. Ja, genau. 2 bis 6. Ja? Okay. Gut, super, Dankeschön. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse und viel Freude bei den nächsten Workshops.